Hallo zusammen, ich bin der Peter von der Polo Akademie und ich möchte euch heute das Gerät Headway vorstellen. Ein ideales Gerät für alle, die gerne mal ein bisschen Musik im Hintergrund haben in ihrem Helm oder die mit Navigation fahren, aber sich nichts in den Helm einbauen möchten und auch keine Sprachfunktion nutzen möchten oder brauchen. Hier geht es ganz allein darum, wirklich nur die Akustik zu hören, sprich um Musik oder die Ansagen von meinem Navigationsgerät. Und ich muss nichts einbauen, ich muss kein Kabel verlegen, gar nichts. Dieses Gerät wird einfach hinten auf den Helm so platziert. Über so ein festes Tape, das hält auch wirklich, hält bis 300 km/h, also gar kein Problem. Ist aber auch wieder abnehmbar. Es ist ein Klebetape. Zum Lieferumfang gehören sogar direkt zwei Stück dazu. Das sieht dann so aus. Das klebt ihr hier rein. Eins habe ich schon reingeklebt, für gleich für die Demonstration. Und natürlich ein USB-Ladegerät ist auch im Lieferumfang dabei. Wir haben hier den Effekt von einer Schallvibration. Deswegen setzen wir es hier hinten drauf. Und nutzen den ganzen Helm als Schallkörper und man hat im Helm das Gefühl, es kommt aus allen Richtungen. Nicht wie klassisch sonst, wenn so Kopfhörer drin sind. Ich habe es nur hier drauf, kann auch also nichts drücken, gar nichts. Ich muss nichts einbauen, wie gesagt, auch keine Kabel verlegen. Ich klebe es jetzt einfach mal drauf, damit wir schon mal sehen, wie es denn aussehen würde. Schnelle Montage, abgezogen. Entschuldigt, vorher, ich habe jetzt einen neuen Helm. Wenn ihr aber einen gebrauchten Helm habt, natürlich diese Stellen schön fettfrei sauber machen. Durch diese Form passt das, ich sag mal, an 99% aller Helme passt das drauf. Ich setze es jetzt hier hinten schön drauf. Genau mittig. Das habe ich schon angemacht, habt ihr vielleicht gehört. Gerade als ich beim Drandrücken war, feste Drandrücken. Und ihr seht schon, es leuchtet sogar schon. Also, Gerät ist sogar schon bereit. So, und jetzt ist es schon fest hier dran. Wie gesagt, wenn ich es an der Kante angehe, kann ich es auch wieder lösen, wenn ich es irgendwann abhaben möchte. Oder für meinen neuen Helm noch ein zweites Pad dabei, kann man aber auch nachkaufen. So, jetzt haben wir viel geredet. Jetzt möchte ich es aber auch mal hören lassen für euch. Ich habe es jetzt schon verbunden, ganz normal über Bluetooth. Ich habe mein Handy eingeschaltet, Bluetooth gesucht, findet direkt dieses Headwave, lässt sich verbinden, ganz normal mit einem Navigationsgerät auch. So. Jetzt halte ich einfach mal den Helm. Hier über mein Mikro. Ich denke mal, das werdet ihr hören. Also ich merke sogar schon die Vibrationen. Also es klingt, als wenn da nur so ein kleiner Bass integriert wäre. Ich finde es ein geiles Prinzip. Ich war etwas überrascht. Ich habe gedacht, weiß nicht, ne, braucht man sowas? Aber der Klang überzeugt wirklich. Einmal dürft ihr das nochmal hören. Lässt sich ganz normal dann übers Handy laut leise steuern. Ne? Und mit dem Navi wäre es genau das Gleiche. Das heißt wirklich für alle perfekt, die einfach nur, ich möchte im Hintergrund ein bisschen Musik haben, ich brauche nur meinen Navi, möchte nicht reden, gar nichts, brauche keine Kommunikation mit jemand anderem, möchte nichts einbauen. Hinten drauf, ihr seht, es ist trotzdem sehr filigran, es stört keinen. Wenn es genau das Richtige für dich ist, wenn du nur ein bisschen Musik hören möchtest oder nur deine Ansagen von deinem Navi haben möchtest, dann besuch einen unserer Polo-Stores. Meine Kollegen warten auf dich und beraten dich gerne nochmal. Oder online findest du den Artikel natürlich auch. Wenn noch Fragen zu dem Produkt sind oder noch eine Anregung für ein neues Video, was du noch gerne sehen möchtest, schreib uns einfach und wir sehen uns im nächsten Video.